LL24 Studios fragt Pete Smeed: Ihr dürft für alles Geld der Welt einen Film drehen. Welches Genre wäre dieser Film? Welche Schauspielerinnen spielen die Hauptfiguren? Und inwiefern stellt ihr euch die Handlung vor? Also ich würde unfassbar gerne dann einen Film drehen, der eine sehr interessante Geschichte hat, die einen so anbahnt. Schauspieler werden definitiv... Ich glaube, ich würde Tom Hanks mit reinnehmen, Steven Bateman und... That is it. Gucken wir mal, was der Regisseur sonst auch sagt, wer richtig gut geeignet wäre. Und dann möchte ich so eine Mindfuck-Geschichte haben, die aber nicht ganz so krass ist wie Interstellar, aber trotzdem schon krass genug wie Inception. Boah, ein Film, ey, da fallen mir alle Genres ein. Wirklich, also ich könnte für jedes Genre, also jetzt nicht unbedingt eine Handlung, das ist dann doch ein bisschen sehr viel. Aber, also wenn es ein Film sein muss, dann wäre er relativ lang. Weil, also nicht 90 Minuten, denn ich mag Filme, die, sagen wir mal, slow-paced anfangen und die Hauptfigur erstmal vorstellen und die Nebenfiguren und welche Beziehungen haben die überhaupt zueinander, warum sind die eigentlich so und ja, und dann das Genre. Schwierig. Vielleicht ein Abenteuerfilm. Ich mag es, mit auf Reise genommen zu werden, irgendwie eine Schatzsuche, aber dann halt auch mit wechselnden Schauplätzen, die nachvollziehbar sind. Oder einen lustigen Film. So ein Zuckerberg-Film hier, so eine nackte Kanone, hätte ich auch Bock drauf. Wer allerdings darin mitspielt, ey, keine Ahnung. Abenteuerfilm, ja, hatten wir jetzt mit Tom Holland. Den fand ich auch ganz, ganz gut da drin. Chris Pratt würde ich da sonst noch irgendwie bei sehen. Den, mit Peitsche kann ich mir den vorstellen. Zumindest mit Lederjacke. Oder ein Thriller mit Jake Gyllenhaal. Mich würde auch mal interessieren, wie sehr würde eigentlich so ein nackte Kanone-Film funktionieren mit einem Schauspieler wie Matthew McConaughey oder so. Ich glaube, der kann sehr trocken sein. Ja, irgendwie sowas. Tja, ich würde Last of Us nehmen. Genre Last of Us, also, ne, postapokalyptische Welt. Schauspieler sind halt schwierig. Da sind mir die eigentlich egal, ob sie passen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie fanatisch. Weiß nicht, wer da auf Ellie und Dingens passt. Geil, hab den Namen schon wieder vergessen. Ja. Ihr wisst, wer ich meine. Fände ich, glaube ich, Last of Us halt geil. Kannst halt auch 1 und 2 verfilmen, tatsächlich. Müsste beides eigentlich cool sein. Also in den Hauptrollen wären Lily James, Gal Gadot, Scarlett Johansson, Eva Green und wer mir noch einfällt. Und ich. Und es wäre ein Porno. Und die Handlung ist irrelevant. Was? Alter, ich kann mal... What? Okay, also ich würde gerne ganz geil Peters Abi-Film richtig groß rausbringen, ja. Mich zum Beispiel könnte man dubeln mit ihr Spider-Man-Schauspieler Tobey Maguire, ne, Peter, Hella von Sinn, Jay... Könnte man denn Jay, wer könnte Jay dubeln? Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren überlegen, wer Chris, Bram und Jay dann noch dubeln könnte. Achso, nee, ist ja Bram und Chris sind ja gar nicht dabei bei unserem Abi-Film. Ja, und dann halt unseren Abi-Film mal richtig machen. Weißt du, den Peter damals mit Hannes rausgebracht hat, ja, den mal richtig professionell und so, ne?